Du kommst in die Kabine rein und da hörst du schon so die ersten Grölen. Ich weiß auch nicht, das hat sich jetzt irgendwie die letzten Spiele so angebahnt. Aber wenn es weiterhin Glück bringt, dann ist uns das nur recht. Wir sind eine Runde weitergekommen, mussten zum Flughafen, dann mit dem Flieger weiter Richtung Rennes. In Rennes again. Aber jetzt sind wir wieder hier im ersten Quartier, wo wir das Abenteuer WM gestartet haben. Und ja, es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen, weil wir auch die gleichen Zimmer wieder haben. Hallo Kröte! Hallo Leute, Rüde, ja, die Frösche. Und ich sag ja, was für Frösche denn? Also die machen mal Quark und dann war's das. Also ich habe sie zwar auch gehört, aber nur kurzzeitig. Ich habe sie dann ziemlich schnell vergessen. Aber ich glaube, andere, die näher die Tür oder das Schlafzimmer zum Teich haben, das ist schon übel. Wenn man Leuten erzählt, ja, die Frösche sind hier laut, das ist ja, also ich weiß nicht, was die da im Teich treiben. Also ohne, dass ich wüsste, wie sich das zwischen zwei Fröschen anhört, aber ich glaube, so sollte sich das, oder hört sich das an. Ohne Oropax kann ich sowieso nicht schlafen, dann höre ich sowohl die Frösche als auch Obi nicht. Oh, ich mache ein Sleepo gerade. Wir wollen wirklich gute 10 Minuten uns hier aktivieren. Wir hätten das eigentlich auf dem Platz gedacht, aber das ist Quatsch, weil das macht keinen Sinn. Deswegen diese Improvisation hier. 10 Minuten Indoor, dann joggen wir rüber zum Outdoor-Platz hier beim Hotel. Da sind wir 5 Minuten locker, ein bisschen in Bewegung. Schöne Freiheit, jeder hat seinen eigenen Ball immer gehabt. Auch keine Regel. Wir müssen voll und ganz auch auf dem Platz sein und das ist eigentlich am Ende auch die Hauptsache. Und da muss der Fokus da sein und weil wir uns weiterentwickeln wollen und müssen, um für die WM und natürlich auch danach auf einem hohen Level und auf einer hohen Qualität zu spielen. Okay, Lösung dann dahin. Der erste Teil, das war dann schon, wo man konzentriert sein musste. Das wissen wir auch, dass wir oder wann wir wie sein können sollten. So haben wir heute ja zum Beispiel auch ein bisschen Spaßtraining gehabt. Das Torschussspiel und Flankenspiel, das war dann schon echt witzig eben. Ich gehöre ja schon zu der Fraktion, die sehr kopfballstark ist. Dementsprechend habe ich natürlich so Flanken, die so, ich nenne es mal direkt in den 16er fliegen. Natürlich schon ganz gerne. Ja, wir haben ja im April gegen Schweden das Testspiel gehabt.
machen es dann selber nochmal spannend. Man hat ja generell in der Vergangenheit schon öfter mal gegen Schweden gespielt. Schweden hat vorne schnelle Spielerinnen, schnelle Stürmerinnen. Und es wird auf jeden Fall ein unangenehmes Spiel werden. Ich glaube, die Statistik liegt schon ganz klar auf unserer Seite. Aber trotzdem ist es nie leicht, gegen Schweden zu spielen. Michelle Bla. Eine Sonderepisode nur mit Caroline Simon, bitte. Oh. Schönau, Paul. Ich feiere diese Episoden so hart. Oh, das ist nett. Der Hernandez 93, Caro Simon ist einfach immer so geil drauf. Ach, der Hernandez. Vorhin habe ich nämlich noch die Mädels am Tisch gefragt, ob sie eigentlich finden, dass ich zu albern rüberkomme. Ja, die haben tatsächlich gesagt, dass ich oft auch nichts dafür kann, weil wenn ich nur da stehe und was Normales sage auf meine Art, dann müssten die Leute schon lachen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so gut ist. Leo hat gesagt, ich würde auch sehr oft sehr ernst sprechen. Und ja, das sehe ich genauso. Findest du nicht? Wir haben schon uns ernst unterhalten. Wir haben uns echt schon ernst unterhalten. Ja? Findest du nicht, ne? Eben war es ziemlich ernst. Ja. Da war schon fast zu ernst. Fast. Aber jetzt haben wir ja dann noch, Gott sei Dank, die Kurve gekriegt.